ohne Ende auf. Und ich werde da nichts gegen zu sägen zu haben, egal wie viel Spam ich habe. Dann baut er so ein bisschen Tier-1-Stuff, Tier-2-Stuff vielleicht, aber hauptsächlich upgraden und in Ressourcen reinstecken. Hier Tier-2-Energiegeneratoren, Massefabrikatoren und so. Dann Tier-3 gehen und so alles an Masseextraktoren rausholen, was man haben kann. So. Würde jetzt am meisten Sinn machen. Game hängt sich auf jeden Fall nicht auf gerade. Der baut auf jeden Fall weiter Tier-2-Verteidigung. Tier-3-Anti-Air hat der auch schon, sehr wichtig. Aber das bauen die immer sehr früh. Weil ich bei Ion immer die Dinger präferieren würde, bis du die T4 bauen könntest. Und dann die T4 zur Anti-Air bauen würdest, weil die halt Boden und Luft verteidigen können. Und dann würde ich einfach ganz viele davon spammen und dann ganz viele T4. Immer. Boden, Luft ist immer besser. Die sind auch sehr cool, das sind sehr coole Units tatsächlich. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Tripods von Krieg der Welten, aber schmeckt auf jeden Fall. Nice, der schickt auch seine Armee raus. Der hat die nach hinten gezogen. Generell, was macht der? Die ist immer auf beim Upgrade. Oder machen beides. Null. Wait. Ach, das ist das. Ich dachte, der hätte einen Tier-3-Panzer. Hey, Junge, wäre mir das entgangen? Ich hätte an meinem Leben gezweifelt. Er hat ja nur Tier-2. Das müsste ja schon Schnitt sein. Ja, push raus. Das sind extrem wichtig, Alter. Eben generell most DPS, glaube ich, von den Ion. Die schwersten Bots da. Meiste Range, most DPS so. Also die Raketen treffen nicht immer und alles drum und dran, aber theoretischer DPS ist am höchsten. Der True DPS wird sich wahrscheinlich balanced auf die anderen Sachen einigen. Guck, hier kommen die T3-Panzer, spätestens der 18. Minute. Und da baut er schon Antiteleport-Generator, ich wollte schon sagen. Hier baut er den Atomraketenwerfer, ne? 18. Minute, 30 Sekunden, Leute. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich wollte nur mal festhalten. Er baut den vor dem experimentellen Ressourcengenerator. Vor allem anderen fängt er mit dem Nuke-Launcher an. Das ist krank. Der baut sogar schon den zweiten. Und deswegen rushen wir immer die Nuke-Verteidigung ohne Ende. Und gegen die Digger kann der auch nichts mehr machen. Die Bots. Guck mal, das Schild sieht richtig mickrig aus im Gegensatz zum Leben jetzt mittlerweile bei denen. Hatten die früher nicht ganz viel Schild und wenig Leben, weil das so dünne. Naja, Walker sind? Erzieher, wollte ich eigentlich schon sagen. By the way, in meinen Augen auch immer eine sehr interessante Mechanik. Missile Launcher T3 und Tier 1 Artillerie. Ne? Und das ist gar, da ist nichts anderes drin. Das heißt, bauen wir hier unsere Verteidigungsbase mit Patrouillen und sonst irgendwas. Stellt ihr die einfach hin, fängt an da rein zu patrouillieren, reinzuschießen, alles drum und dran. Und sobald wir dann reinpushen, kommen die nach vorne und dann überrennen die einen. Weil du dann halt den weakesten Mode machst. Ne? Also musst halt selber rauskommen. Und der ist halt schon in seinem Balk
Also es ist schon eine sehr gute Strat, by the way. Für einen NPC. Um jetzt damit halt nach vorne zu gehen. Nur da die hier keine Gebäude mehr haben, sondern nur Einheiten. Aber selbst da zerstören die wahrscheinlich jetzt viel von denen. Eieieiei. Nice. Der macht als einziges richtig. Wie wenig Damage diese Raketen machen, ne? Vielleicht sind die aber auch einfach nur da, um Schilde zu zerstören. Wie, er ist tot. Die könnten die aber eigentlich überrennen, ne? Wenn wir das wären, wir hätten die natürlich einfach in die reingeschickt und dann wäre er vorbei. Okay, was macht der Bot? Okay, die hast du noch auf jeden Fall jetzt richtig an dem Ding dran. Da, oh, krank. Ich finde das so krank, ne, dass die so früh zwei Stück davon bauen dürfen. 21. Minute. Stellt euch vor, er hätte nicht zwei gleichzeitig gebaut, sondern nur einen und alles daran gesetzt zu schießen. Dann hätte er jetzt safe in der 21. 22. Minute schießen können. Weil der wird ja auch übel schnell die Raketen wahrscheinlich raushauen können. King Crypta in der 21. Minute, ne? Wer kennt's nicht? Jetzt ist halt aber auch trotzdem die Frage, wieso greift er auch damit nicht an, ne? Diese kleinen Trupp, der vorstößt, da jetzt. Also was ist sein Ziel? Worauf wartet er? Die Dinger zum Beispiel allein schon könnten da ja alles töten. Alles. Und das weiß der, weil er hier überall Scouts hat. Der weiß ja, was die haben an Units. Und ich sage auch nicht, ne, das ist ja auch immer wichtig, dass die jetzt einfach, sobald die den Gegner töten könnten, reinfahren sollen, den All-In, sondern, also wie das ein Mensch machen würde, um zu gewinnen. Sondern der soll ja nur, falls er ans Unit-Cap gerät oder, keine Ahnung, hier so viel rumeiert, dass der halt nicht mehr bauen kann, dann mal so einfach so einen Push machen. Einfach aus Bot-Gründen-Sicht, nicht mal, um den Gegner wirklich zu killen. Und dann kann er ja so Punkte wie hier einfach erstmal einnehmen gehen mit vielen Truppen hiervon. Oder die halt viel weiter weg platzieren von der Base, ne? So, dass die hier so eine, die äußere Schildlinie schon mal bestellen. Einfach so krank, dass die so viel Leben haben, ne? Ach, da noch ein Koloss. Er baut ja jetzt zu wenige experimentelle Sachen gleichzeitig. So, T2-Art habe ich noch nie verstanden. Luftabwehr habe ich noch nie verstanden. Die. Man hat jetzt schon eine. Die zweite. Gut, das heißt, schaffe ich es theoretisch in der 20. Minute, den Nuke rauszuhauen, ist er tot. Wäre auch interessant. Wäre auch mal interessant, das auszuprobieren, generell. Aber unwahrscheinlich, glaube ich. Wir müssen es ja auch irgendwie verteidigen mit irgendwas. Mal austesten, keine Ahnung. Gibt immer noch die Möglichkeit, den frühzeitig versuchen, selber zu rushen. Wenn wir mit dem Commander hier hingehen, hier wieder Gebäude bauen, dann weiterlaufen und von hinten immer weiter die kleinen Sachen reinproduzieren und hier schon stärkere Sachen. Und dann erstmal hier so außenrum die hier sammeln und dann immer wo reinpushen, dem immer viel wegnehmen. Das sollte auch im Early Game relativ gut noch gehen. Ohne zu warten, ohne. Keine Ahnung. Das ist immer so, diese Kopf durch die Wand Strat haben wir lange nicht mehr ausprobiert auch. Hm. Der baut jetzt zum Beispiel erstmal gerade Tier 2 Stuff. Der hat auch ein bisschen was.
Oh, nice. Er skillt wahrscheinlich dadurch besser. Wieso hat er sich zum Beispiel jetzt zuerst für einen Quantum Gateway entschieden, während die anderen logischerweise den Energiegenerator vorher machen, den sie aber nachher sogar ja wieder abbauen? Schwierig. Ich bin gespannt. Der wird safe direkt drauf gehen. Wo, wenn er sich hier hinten versteckt? Der hat nichts, was dem entgegenwirkt, oder? Tier 2 AT? Nee, leider nicht. Könnten die hier hinten so dran klatschen, dass die möglichst wenig Energie verbrauchen, oder hier so. Aber das sind auch sehr gern gesehene Ziele, ne? Vielleicht haben die den deswegen auch immer außen hingestellt. Also so Abwehrgeschütze sind ja die gern gesehensten Ziele, sage ich mal. Weil wenn dich nichts mehr abschießt, kannst du den einfach fertig machen. In der Theorie. Das ist schon echt fast wie ein Experimenteller, ne? Und der wird auch alles killen, was dem vor die Flinte kommt. Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass der aufgehalten wird. Aber ich finde trotzdem den von den UEF am witzigsten mit der FLAG, also Tier 2 Luftabwehr, mit den Raketenabwehr und dann halt noch relativ guten Damage. Und dann halten die auch relativ gut was aus. Wenn du das von der Armee spammst, gut gegen Bomber, Tier 3 können die trotzdem nichts machen, aber gegen den Rest, ne, gegen Gunships und weiß ich nicht, Sachen, die über den umherfliegen und so, alle Raketen abwehren, also gegen Sabren sind die gut. Und Aeon und Mädchen auch. Komm, mach irgendwas, dass du dich verteidigen kannst, Boy. Die Geschütze werden leider nichts bringen. Die werden halt auch einfach weg mit. Also, das ist ja pur Arti, was da erstmal nur drin war. Das hat ja jetzt sein Gewicht mit seiner Angriffsarmee. Das ist schon sehr gefährlich, was da alles jetzt kommt. Oh. Und jetzt ist gut der nächste Abteil, der sich wahrscheinlich hier entstellt. Oder hier erstmal sammelt. Die Krypta ist fast fertig. Die Nuke ist fast durch. Der 27. Minute. Die ist sogar noch schneller. Ja, zwei Leute sterben durch einen Nuke und der stirbt jetzt durch den Push da. Krass. Vielleicht baut der jetzt gleich Nuke Defense? T3? Nein? Warum nicht? Kollege, warum baust du T1 Einheiten? Der hat keine T2 Units. Er hat alles auf die 2 aufgerüstet, wird keine T2 Units. Er hilft bei den Scouts mit zu wenig Sicht wahrscheinlich auf der Map noch. Oh Mann, Alter. Eben hier ist zum Beispiel diese Arti wahrscheinlich noch gar nicht mal so bad. Einfach um solide Damage zu machen. Ich weiß nicht, ob die stunnen kann. Kann Tier 1 Geschütze stunnen? Guck mal, wie weit die schießen kann, ne? Ich glaube nicht, dass unsere Tier 1 Geschütze so weit schießen könnten. Aber die kriegen ja auch mehr Range-Geschütze, ne? Muss man auch sagen. Boah, war auch nie lange dafür. Könnt ihr dem Mate helfen? Wie ist er jetzt mit seinem Upgrade durch? Speed Multi now? Oh nein, hat er das Laufen-Upgrade gemacht oder was? Oder einfach nur das Rest-Upgrade. Wie lange drei Geschütze brauchen, um das Ding zu killen? Witzig. Der baut auch noch keine Rocket Launcher. Der baut als allererstes ein Massefabrikator. Ah. Ja, ja, so ist das. Die Beweggründe der Bots sind unergründlich. Gut, die Nuke sollte fertig sein. Die auch. Was? Er könnte jetzt nuken. Könnte zwei. Achso, der hat schon genuked. Ups. Ja, das war's dann mit ihm, ne? Du weißt ja ganz genau, wie der steht. Schön auf den Ort, ja. Mauer Uno ist dead.
Jetzt kann der blaue aber heftig skalieren. So als Puffer für den gelben noch dienen, für den weißen hier. Für den es ja auch mit Abstand am besten läuft, ne? Den Janus. Sprouto darf jetzt vielleicht scalen. Da ist ja ein Raketenabwehr dahin gebaut, richtig. Ist auch so cool gemacht, dass die Sachen reparieren und so. Der hat nicht ernsthaft die zweite Nuke daneben geschossen? Ja gut, der hat ja noch einen Nuke Launcher, ne? Interesting. Wir rennen den jetzt komplett. Der kann wahrscheinlich mit seiner T1 Armee aber auch nichts ausrichten. Der hätte T2 Einheiten bauen sollen. Jetzt upgradet der alles auf T3, um T2 Units zu bauen, oder wie? Ich verstehe den Kollegen hier nicht so ganz. Auch da Verteidigungsgeschütze. Die er wahrscheinlich nachher noch wegsaugt, weil er die Masse braucht. Vielleicht nimmt er sich jetzt hier schnell den Masse-Extraktor. Das wäre gut, hier hat er schon einen. Ja, den hatte der ja auch eben schon. Aber das war's mit dem. Das Gute ist, er klärt jetzt nochmal so ein bisschen die Units hier. Okay, immerhin. Ja, keine Ahnung. Würdet ihr jetzt sagen, der ist nicht funktionabel? Ich finde schon, dass der macht doch alles so, wie es doch die Bots jetzt ja auch machen, nur halt. Oh shit. Egal, ist Masse für den. Weil der hatte hier den Masse-Extraktor, stimmt. Jetzt kann er den nehmen. Gott, oh Gott. Ja, aber auch ganz viele von denen. Wir müssen auf jeden Fall viel T2 haben, um jetzt da rauspushen zu können, um sich zu verteidigen hier. Nehmen wir alle Masse. Boah, das wird geil. Ich hoffe, der kriegt sich irgendwie ein bisschen verteidigt. Also, natürlich fieber ich mit dem hier, weil der hier jetzt auch dead ist, sobald er noch eine Nuke hat. Aber der soll wenigstens so lange noch irgendwas machen können. Der hat ja eh schon so viele Experimentelle, also der kann ihn ja locker überrennen. Guter Kollege. Ich finde, also gefühlt funktioniert der ganz normal. Ich habe nicht das Gefühl, dass der in einem 2,3 Multiplayer jetzt nicht funktionieren würde. Ich meine, wir könnten uns natürlich mal ein Replay angucken, wenn wir gegen den gespielt haben. Also wir spielen jetzt gegen den 2,3er, gucken mal, ob wir den überhaupt besiegt bekommen. Und wenn wir das dann geschafft haben, ob der dann irgendwie anders handeln würde oder so. Also es sieht mir nach einem ganz normalen Base-Aufbau-Ding an, hat hauptsächlich hier vorne alles stehen. Tja. Boah, das ist gleich schon vorbei. Können wir dem nicht irgendwie Nuke-Abwehr schießen? Ich weiß nicht mehr, ja, keine Ahnung. Ich würde einfach gern sehen, wie der von anderen Sachen gekillt wird. Wir können ja mal dem Janus. Das ist der nochmal Aeon. Das sieht man hier auch. Stellen wir den mal T3 Aeon Base. Strategic Missile Defense hier hin. Nein. Okay, schade. Ich hatte auch das Trying to Sheet wieder. Ich muss mal dieses Sheet-Option-Ding wieder anschalten. Ist gar nicht das. Achso, das ist nur aus wegen. Ja, stimmt. Ja. PC-Reset.
Wenn die mal diesen Artitrupp hier angreifen, das ist ja traurig anzusehen. Normalerweise, ne, mit Lufteinheiten einfach die Dinger wegmachen, fertig ist der Lachs, ne? Würden die wahrscheinlich auch machen. Guck, so die aufzustellen. Das ist ja das, was ich meinte, was der halt auch machen sollte. Einfach so aufstellen. Wo ist das Problem? Dadurch hast du ja hier den ganzen Platz, den du brauchst zu bauen. Sing. Ja, die ganzen Units werden halt jetzt aufgeben. Gut. Der hat jetzt noch einen Nuke sogar. Also er schießt die auch jedes Mal, wenn er kann. Ne? Also nur damit ihr mal seht, wie sieht's eigentlich aus, wenn ein 2.3 gegen einen 1.0er Bot spielt. Oder gegen 3 in dem Fall hier. Ne? Es ist einfach... wie soll ich sagen? Der überrennt den halt einfach. Warum geht hier nochmal was hoch? Hä? Achso, das ist die andere Nuke gewesen jetzt. Stimmt. Und mir ging es jetzt aber auch natürlich darum, zu gucken, ob der irgendwie buggy ist oder so auf 2.3 oder weiß ich nicht, weil es fühlte sich jetzt bei den anderen Stages, die wir jetzt geschafft haben, schon nicht so an, als wenn das schwerer werden würde. Nur, dass der alles ein bisschen schneller macht. So. Und eigentlich sollte der ja alles besser haben und der müsste ja overall schon unschaffbar sein. Und das war der jetzt bei dem letzten Mal halt gar nicht so. Aber, wie gesagt, vielleicht hätten wir auch so einen Lazybot oder so, was weiß ich. Weiß auch nicht, ob die zum Beispiel so programmiert sind, dass die mal besser, mal schlechter sind. Oder ob das automatisch passiert. Weil der sich ja hier zum Beispiel für den Massefabrikator als erstes entschieden hat. Kein T2-Energiegenerator und nichts anderes, sondern direkt einen Massefabrikator. Hm. Könnte sein. Okay. Mich interessiert das jetzt, deswegen machen wir das. Und zwar, wir spielen dasselbe nochmal. Sollten jetzt nicht so lange in-game gewesen sein. Dass der, dass hier... Hier... nur ein Bot hinkommt und hier oben einen 2.3er. Ja. Dann spielen wir selber mal eine Runde gegen den. So, machen wir mal grün. Der hier ist, weiß ich nicht, sollte wahrscheinlich mal rot sein. Ja, und die können gegeneinander spielen. Hm. Genau, spätestens hier sollten wir jetzt dann auf jeden Fall auch die Antwort auf unsere Frage kriegen, ob das überhaupt möglich ist. Jetzt hat er auch noch Seraphim bekommen, der arme. Offensivverteidigung ist gar nicht da. Na gut. Ja. Dann müssen wir jetzt nur abwarten, sehen dann halt, wie der halt jetzt mit aller Masse funktioniert. Also der hat ja jetzt viel mehr Masse zur Verfügung und vielleicht kann er sich dann länger besser verteidigen. Aber ich denke mal, spätestens wenn der in der 21. Minute an den Nuke schießt, ist eh vorbei. Der Aufbau hier ist auch immer gleich. Also grundsätzlich, die werden immer alles gleich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals irgendwas anders gemacht wird von den... Ich hatte ja früher auch mal einen richtig witzigen Base-Aufbau, wo du nur mit 4 Masse-Extraktoren deine ganze Base halt baust. Und alles andere nur so Zusatz ist. Und dann kannst du halt schneller diese Base aufbauen, die auch mit alleine klarkommt. Aber das war ja trotzdem im Prinzip eher schön und kein sinnvoller Stil, also sinnvolles Stil für so ein Game. Also wenn wir jetzt jemals Ranked zum Beispiel spielen werden, im FF dann natürlich, wäre es auf jeden Fall so, dass wir auch, keine Ahnung, gucken müssen, wie wir produktiv bauen könnten. Also ich würde natürlich dann das Ding wieder hier dran setzen irgendwo, einen Massefabrikator, Extraktor oder sowas. Oder vielleicht am Anfang hier eine Base hinbauen, damit man direkt schon mal Worker bauen kann und so. Müssen wir mal gucken, ne? Das kommt ja auch ganz drauf an. Hier haben wir uns ja jetzt auch an diese, an den Masse-Income gewöhnt, wie das halt hier so aufgebaut ist mit den Upgrades und so. Da müssen wir uns dann auch wieder zurückgewöhnen an Masse-Fabrikatoren, Speicher und so.
Die ganzen Speicher verwenden wir aktuell gar nicht. Erstmal noch ein bisschen Meiermilch trinken. Ich wollte noch gucken, ob ich da den Kühlschrank gewonnen habe. Meiermilch. Singen. So. Weil ich müsste noch wissen, ich würde gerne diesen Kühlschrank haben, ne? Diesen Mini-Kühlschrank. Sponsoring die uns auch irgendwann. Einfach mal fragen, seid ihr interessiert an dem Supreme Commander Sponsoring? Oder ja, kein Mu. Ja, achso, jetzt kann ich wieder den Code nicht eingeben. Wann lag das denn nochmal? Da, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie manchmal geht's nicht. Tor 13. Sing, sing. Leider hast du diesmal nicht gewonnen. Aram? Aram-Pause meinst du? Das verzieht doch da die ganzen Supreme Commanders. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was hier rauskommt. Dauert noch. Aram wäre auf jeden Fall. Also das Ding ist halt so, ich könnte später was PoE spielen, nachdem wir diesen Tryhard-Bot gelegt haben. Aber ein Aram wäre jetzt gerade wahrscheinlich nicht drin. Später auf jeden Fall. Aber anstatt PoE dann halt, ne? Müssen wir mal gucken. Ist denn sonst noch wer da? Der Michi ist da. Michi! Und der Lukas, der Juke ist auch. Wir sind sogar im League-Raum. Naja, aber dann spielen die halt Ranked gerade, ne? Hast du das schon abgecheckt? Ist natürlich auch wichtig zu wissen. Ja. Wir können zwar zu zweit auch eine Runde machen, aber ja. Er baut jetzt zum Beispiel relativ fast 4 Minuten. Also unsere ersten Worker gehen direkt die Massextraktoren alle abgrasen und mit den anderen bauen wir nur Energiegeneratoren. Das ist auch so dumm. Zwei Scouts, die so wenig Schaden machen. Ich meine jetzt gerade zwei Massefabriker alleine. Jetzt schießen die zu zweit gerade auf einen. Guck, wie ewig das dauert. Wir haben die zwei hier killen dürfen. Stattdessen eiert der lieber hier so irgendwo rum. Der macht den mit Scouts schon fertig. Oh Gott. Medium Hover Tank. Yen Shavo. Mensch, das sind echt gute Namen. Umyala. Das ist witzig. Eigentlich haben UF ja immer verständliche Namen. Die haben ja immer diese Weirdo-Namen. Da gibt es aber wahrscheinlich einen Trick, um wirklich sich so zu benennen. Cybern war ja auch und Ion auch sehr verständlich eigentlich immer, was man damit meint. Diese Spaßnamen sind am besten eigentlich. Ja, hier das dauert auf jeden Fall noch 15 Minuten. Und dann könnte ich eine Aram-Pause einlegen für ein, zwei Runden. Dann könnten wir den Tryhard-Bot machen. Oder halt umgekehrt, aber das würde halt umgekehrt mehr Sinn machen, deswegen. Ja. Später. Später. Baut er das wieder auf? Junge, du musst die Scouts clearen. Er macht den mit Scouts fertig. Jetzt hat er einen Techniker schon abgeholt mit dem Scout. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, er schickt noch mehr Scouts runter, weil es gerade so gut läuft.